Tryhard Plus. Seht ihr Leute, das ist der Beweis, warum das Leben unfair ist. Wenn ich in das Team hier gekommen wäre, es wäre so schön gewesen. Die machen jetzt eine Triple Nuclear und ich muss quitten. Aber ich bin auch so, dass ich dann quitte. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Kanal Scorpion Plays, Leute. Ich würde sagen, bevor ich zum Thema komme, suche ich erstmal eine Lobby. Und das wird ungefähr eine Stunde dauern. Machen die Lobbys sind eigentlich ganz okay, aber ich muss einfach nur das andere Team joinen. Die Chance war 50-50. So Leute, ich habe eine Lobby gefunden und ich will ein bisschen mit der Scar zocken. Ich habe jetzt einfach zwei Multiteam über Tryhards eingeladen. Mit denen spiele ich aber zusammen jetzt. Ich kenne die nicht mal, aber scheiß drauf. Ja, einfach ein bisschen zocken jetzt und ich wollte zum Thema Scar sowieso noch was erzählen. Level 1 ist natürlich lecker. Das schmeckt. Der schmeckt auch, das sehe ich ihm direkt an. Ja Leute, also wo ist nochmal die zweite Stellung auf Plaza, Alter? Da hinten, oder? Ja. Also Leute, ich sehe das gerade folgendermaßen. Hier kommt noch jemand. Digga, die sind so schön schlecht hier, Digga. Das gefällt mir aber wirklich gut. Ja, und zwar Thema Ska. Ska ist ja jetzt so gut wie bestätigt in... Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss... Lol, Digga. Oh, wieso kommt der nicht? Ist er behindert? Nate, okay. Jetzt hast du ja alles gecheckt. Jetzt bin ich bestimmt nicht da. Mein Gott, du Idiot. Okay, Leute. Ja, hier hinten Tryhard gerade jemand um seine Mutters Ehre, glaube ich. Hab aber den ersten Orbi, Leute. Das ist egal, wie gut die... ja, okay. Er hackt, Leute. Nice, Digga. Nice Hack, Mann. Freut mich auf jeden Fall für dich, Digga. Naja, kann man nichts machen, Leute. Ja, Leute, also... ich würde sagen, die Scar ist ja jetzt so gut wie bestätigt und das ist doch eine sehr, sehr schöne Mitteilung. Wir schwitzen jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Die AN wäre natürlich auch noch krass, aber allein die Scar ist schon... die wird vielleicht nicht Scar heißen, das ist natürlich nicht immer der Fakt, aber auf jeden Fall ist es geil, dass es überhaupt vielleicht dazu kommt. Muss man ja mal so sehen, ne? Ja, Digga, jetzt habe ich dich aber, mein Freundchen. Und ja, also natürlich wäre es für mich der übertriebenste Traum, wenn wir irgendwie die Möglichkeit hätten, dass wir beide Waffen bekommen, aber ich denke mal, warum nicht eigentlich? Ich meine, die Scar halte ich schon für relativ wahrscheinlich. Also sie wird halt vielleicht, wie gesagt, anders heißen. Und die AN wäre doch richtig nice, Leute. So, ich versuche jetzt mal hier irgendwie für euch ein einigermaßen menschliches Gameplay zu erspielen. Dass ihr auch dann mal wieder denkt, oh Marcel, das ist ein freshes GP, Digga. Orbi hatte ich ja schon, dann die Streaks gechoked, das wird jetzt kein 150 plus wahrscheinlich, aber ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. So. Wir müssen auf jeden Fall jetzt aufpassen, so ein bisschen zurückmoven, weil jetzt können wir gleich den zweiten Orbi-Fresh machen. Boah, Digga, da haben wir aber jetzt mal richtig drauf geballert. Hier könnte einer kommen. Ich spiele die Stellung gerade nicht schlau, das verstehe ich nicht. Warum ich die gerade anscheinend nicht mehr weiß oder was weiß ich, Digga. Ja, Digga. Klar, Digga, dass er so am Schwitzen ist. Guck mal, ob er mich jetzt hier auch abwartet. Digga, wieso wirft er das C4 so früh? Digga, der Zepter, der hackt, Digga. Da lass ich mir nichts anderes erzählen. Es ist lächerlich, wirklich. Sorry, aber es ist lächerlich, Digga. Wenn der nicht hackt, dann will ich der Weihnachtsmann, Digga. Ohne Witz jetzt, Digga. Guck dir das mal an, Digga. Guck dir wahrscheinlich, oder? Okay, gucken wir mal. Ach so. Ich drücke hier Hackern zweimal Orbi, Digga. Ich schwör, das ist die Scar Magic, Digga. Ohne Witz. Das ist die Scar Magic. Guck mal, Digga. Wow. Oh, du stehst einem im Rücken zu einem, dann bist du doch nicht so der beste Spieler der Welt. Da oben ist einer. Wie der Typ sich gedreht hat. Ich kann nicht mehr, Digga. Guckt euch das mal an, Leute. Gehen wir gerne nochmal rein, Digga. Guckt mal, Leute, wie die tryharden. Ist ja ekelhaft, ey. Ohne Witz. Guckt euch das mal an, Leute. Das ist so furchtbar. Wie willst du denen in diesen Gameplay drücken, diese Dreckshacker, Mann? Ich muss erstmal rennen und versuchen, die Stellung hinzubekommen. Aber der Teammate ist aber auch gerade mächtig. Ja, der Teammate kriegt sie, oder? Oh, krass, gut gewartet von ihm, Digga. So, easy, warten wir jetzt mal hier. Guck mal, die wissen eh, dass ich hier liege. Das ist das Problem. Er wird gleich einer um die Ecke gesprungen kommen. Ja, die natürlich nicht. Das ist so lächerlich, Digga. Ohne Witz jetzt mal. Ich will einfach ein nices Gameplay machen hier, live gegen Schwitzer. Aber natürlich, wie soll das gehen, Digga, wenn Zepter so tryhard. Guck mal, wie ich den Hackern gebe. Das ist eigentlich krass, ne? Guck mal, Digga. Alles am Start bei ihm, Digga. Lag Switch am Start, Mann. Korrekt, Alter. Naja, Leute, auf jeden Fall. Ich bin so hyped auf BO4 immer noch und ich freue mich so hart drauf, wenn die Waffen dann alle angekündigt werden und so. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Guck mal, wie ich ihn rape, Digga. Rest in Piss, Mann. Jetzt ist die nächste Stellung hier. Hinter mir ist einer noch. Nehmen erstmal die Stellung mit. Wobei, es wird wahrscheinlich schwierig, weil die kommen jetzt gleich. Geben wir die Stellung. Okay, gut. Jetzt ziehen wir uns zurück wie Vorhaut. Kleiner Freestyle. Ja, guck mal. Orbi, schön und gut, ne? Ich dachte gerade, der Ding ist hier gespawnt, Digga. Ja, gib mir das mal. Teammates sind korrekt gerade. Ah, hinter mir ist einer, okay. Ah, die haben ihn jetzt. Okay, nice.
Digga, die Teammates helfen mir gerade richtig aus, Digga. Die helfen mir richtig aus gerade, ohne Witz. Richtig korrekt, Mann. Konterdrohne. Na, das ist natürlich wieder mal ekelhaft. Und die haben wahrscheinlich... Digga, das ist halt traurig, weißt du? Du spielst hier, spielst schon um dein Leben, Digga, und dann erreicht irgendwer von denen noch eine Konterdrohne, weißt? Und dann ist der Abfuck-Moment perfekt irgendwie. Jetzt ob hier keiner ist, Digga, das geht doch gar nicht. Na los, na los! Guck mal, Zepter, dieses Hacker-Drecksschwein, Digga. Das ist wirklich lächerlich. Dass er sich nicht schämt, Digga. Wirklich, dass er sich nicht schämt. Ah, das ist bestimmt kein Hack. Das sind natürlich... Er hackt und kassiert so aufs Maul von mir, Digga. Das ist einfach das Ding, wenn du Marcel die Scar in die Hand gibst, Leute. Dann ist Endstation. Wie bei U-Bahnhöfen. Ja, aber klar, Digga, da kann ich nichts machen. Guck mal, Digga, wie die hacken, die Opfer. Digga. Okay, Leute, also jetzt können wir ein bisschen reden. Ich hoffe, dass BO4 nicht verhackt wird, so wie BO2 im Jahr 2018. Ich meine, klar, irgendwann bricht jedes COD mal auseinander. Und so eine Scar mit Schalldämpfer und so, Digga. Boah, ich würde sagen, die haben die AN noch... Also sogar wenn es die AN gibt, haben sie die Safe noch nicht gezeigt, weil sie das einfach nicht wollen. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, weil... Wieso sollten sie? Ich denke mal, das ist so ein Ding, das kannst du dir für später aufbewahren, weil ich glaube, die wissen auch, wie gehypt diese Waffe war. Ich weiß auch, der Stream in BO3, wo die AN kam, Mann, das war zu heftig, Leute, das war echt zu heftig. Ich weiß nicht, warum ich so eine Behinderung habe, Leute, warum ich jetzt unbedingt Multiteam eine Runde spielen will. Es würde auch so viel einfacher gehen, egal, Scar hatten wir jetzt. Können wir ein bisschen AN spielen, Leute. Wir haben hier einen Splitscreener und sonst die schlimmste Lobby der Welt und nicht mal Stellung, also das war es mal wieder komplett. Gucken, wer mir hier jetzt entgegenkommt. Ah, natürlich, Digga. Natürlich einer von den Jungs. Natürlich, das habe ich sofort gesehen. Ich muss nur einen Meter sehen, wie sie laufen, welche Waffe sie in der Hand haben. Und das war es dann wirklich komplett, Leute. Naja, egal. Letzte Runde habt ihr gesehen, wie ich Hacker zerstört habe. Jetzt können wir ja nochmal gucken, ob wir... Digga, der Typ ist auch so ein Abfuck, Digga. Lass es doch einfach sein, Digga. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er jetzt extra daneben schießt und sich killen lässt, Digga. Okay, nevermind, das war er. Digga, okay, der andere ist hinter mir. Verbündete Drohne nähert sich. Digga, die laufen mir. Was ist das? Digga, der wartet jetzt nicht die ganze Zeit da, oder? Digga, oh nein, die Lobby ist so schlimm. Alter Schwed. Na, willst du die Marke doch noch holen? Keine Opfer. Skorpion, Skorpion, Skorpion. Jetzt joinen wir die ganzen Wichser-Freunde von denen nach, Mann. Digga, man kann nicht spielen, Digga. Ich hätte eine Quad-Nuklear, wenn ich immer nicht erkannt worden wäre, Digga, in diesem Drecks-Game. Aber nein, Digga. Guck dir das an, Mann. Wie schlecht er auch einfach ist. Okay, jetzt kommt auch ein Splitscreener rein. Hoffnung ist wieder da. Lädt direkt wieder auf. Egal, jetzt hat mein Teammate Orbi gemacht, nicht nur ich die ganze Zeit. Deswegen passt das. Na, Marley, Digga. Wie läuft's mit Dead Adam? Ja, das ist doch schön. Solche Gegner braucht man öfter, so wie den da eben, Digga. Das ist lecker. So, jetzt habe ich Orbi, Digga. Der dreht sich jetzt um in 3, 2, 1. Na, vielleicht nicht. Bin hinter den Jungs. Kill-Prio muss dann aber auch schnell gehen. Darf ich jetzt nur keinen Turn angeben lassen. Das ist genau so. Gib mir das. Okay, jetzt versuche ich selber einen Orbi zu machen. Sauber. Der wartet hier auf mich, ne? Ah, das sind die ganzen... Das sind die beiden No-Hands, Leute. Solche braucht man öfter, finde ich. Guck mal, wenn ich jetzt öfter mal gegen die spielen würde, wäre es auch ganz einfach. Wir müssten jetzt eigentlich einen Orbi gleich fresh haben. Ich glaube, den Orbi kann ich mir jetzt hier relativ easy sneaken. Hier mit Mr. Lag hole ich einfach. Jetzt habe ich auch meinen Orbi. Stabilo, Digga. Wie ein Stift. Kommt einer hier lang? Nee, okay. Ich versuche es einfach nur Hunde und Schwarm zu erreichen. Ich muss eigentlich gar nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, was für ein Gameplay den drücken. So brauche ich eigentlich nicht. Guck mal, der Typ, der ist so aufgeregt, dass er nicht mal mehr weiß, in welche Richtung er am besten in solchen Momenten gucken sollte. Das ist krass, ne? Der Typ laggt hier wie ein Haufen Müll, Digga. Deswegen vermute ich mal, dass der Noob ist. Und das war auch mal wieder richtig geschätzt. Leute, ich sehe an der Minimap, wer welcher Gegner ist. Das ist eigentlich traurig. Das müssten wir die Noobs hier sein, oder? Ja, doch, okay. So, Schwarmhunde sind am Start, Leute. Man muss sich auch mal gönnen, Digga. Das ist so meine Meinung im Leben, Digga. So, jetzt komm mal her. Na, das wird's aber jetzt bitte mal gewesen sein, ne? Macht dir aber ganz schön ernst da hinten. So. Das Gute ist, wenn du Streaks hast gegen die, dann quitten die auch nicht. Das ist einer der extremen Vorteile, wenn du gegen die spielst. Und jetzt kann er auch so tun, als ob er sich killen lässt. Ist mir scheißegal. Weil er hat den Schwarm ja jetzt sowieso schon kassiert. Wisst ihr, was ich meine, Leute? So. Oh, Teammates haben nochmal einen Orbi am Stüssel. Der Typ versucht, meine Hunde zu knifen.
Ist doch super hier. Dann gib mir mal die Marke. Wäre cool, wenn die Teammates jetzt nicht mehr so viele Marken sammeln würden, aber die hören mich leider nicht. Schön. Hm. Na, macht es Spaß, mich abzufacken, Jungs? Wie sieht es. Warte, warte, lass mir die Marken. Ah, ich habe wieder Orbi. Der muss auch raus. Auch wenn ich ihn jetzt nicht gebraucht hätte, aber ich bin einfach so, Leute. Der Orbi muss raus. Ja, jetzt quitten sie doch leider. Guck mal. Außer natürlich der eine, der wird niemals in seinem Leben bitte hier die Lobby verlassen. Es geht ja hier um sein Leben gerade. Der zum Beispiel, vor der rausgeht, Digga, da wird auch die Welt dreimal untergehen. Oh, hier kämpfen die aber ganz schön gegeneinander. Das finde ich aber nicht cool eigentlich. Wisst ihr was, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das ist nicht nur ein Sprichwort, das ist die Wahrheit. So, gib du das her. Jetzt kommt er mir eh entgegen, natürlich. So, gucken wir doch mal. Vielleicht holt er mich ja. Vielleicht holst du mich ja. Hm, eher nicht so. Hundestaffel sind am Start. So. Schwarm ist auch am Start, aber den warten wir mal ab, bis hier noch jemand reinjoint, ne? Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier. So, guck mal, der Typ hier fuckt schön ab, wa? Schön die ganze Zeit die Gun-Kills machen, komm her. Wir können die Nuklear wenigstens noch fresh machen, fällt mir gerade auf. Der kommt jetzt eh hier hochgeklettert, was die einzige Chance auf den Kill ist. War klar, dass er auch da warten wird. Drücken wir jetzt mal einen Schwarm rein. So. Oh, ihr wurdet beide ganz schön von meinem Teammate geholt, wa? So, dann kommt mir jetzt hier einer entgegen. Aber das ist Formsache, Leute. Sag ich doch. Guck mal, wie er schwitzt, Leute. Das war's doch wieder komplett. Ja, es ist gerade ein bisschen blöd wegen den. Hm, gib mal den Kill lieber nochmal. Gut, jetzt müssen wir kurz vor Nuklear sein. Jetzt haben wir natürlich kein Orbi mehr, Leute. Das ist natürlich Mist. Das ist natürlich Mist. Digga, der Schwarm knallt so rein und macht den Kill nicht, Digga. Ja, wir haben sogar 5 Gegner gerade. Orbitalsatellit ist online. Oh, wir haben Orbi. Let's go, baby. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr riskieren, die Nuklear, Leute. Schlau spielen ist jetzt die Devise. Abschuss bestätigt. Genau so. Damit der Fabian gar nicht weiß, was da jetzt abgeht, vorne und hinten. Der sich jetzt hier nochmal die PS3 angemacht hat, um Marcel Scorpion nochmal so ein bisschen abzufacken. So dezent abzufacken, Leute. Jetzt natürlich gerade mein Teammate bei mir im Spawn, natürlich blöd. Ich muss mich natürlich für die gesponserten Orbis von denen schon mal bedanken, Leute. Das darf man nicht vergessen. Das ist wieder Fabian, macht wieder 100%. Und ich würde sagen, nehmen wir erstmal. Na. Die sind tot. Kann ich mich direkt auf die anderen fixieren. Ja, Leute, ich kriege jetzt echt nicht die Dingens hin, Leute. Das ist traurig. Traurig, traurig. Ah, doch, da ist die Nuklear. Ups, ich dachte, ich krieg sie nicht. Darkwing, Dark. So. Ah, ich dachte, er ist nicht so schnell. Schade. Na, Nuklear haben wir auf jeden Fall mit der AN erreicht. Hier schön gegen die Tryhards, Leute. Genauso spielt man gegen Tryhards. Man muss die richtig abkochen. Dann, man muss einfach schlau sein. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen Schwarm reindrücken in den richtigen Momenten. Die müssen richtig nervös sein, die Jungs. Und dann geht das auch schon mal. Zack. Ah, oh, der hat aber weitergeschossen. Der Easy for President hier. Der gibt aber 100% hier. Digga, also wenn ihr Gameplays gegen Tryhards sehen wollt, ich glaube, da kann ich euch auf jeden Fall heute was anbieten. Guck mal, die Teammates sind echt korrekt. Die sammeln keine Marken, aber ich sammle jetzt Marken. Mir ist es jetzt eigentlich egal. Es wird eh kein 100+ und deswegen passt das. Nein, da sitzt ein Money Room Camp. Guck mal, wie nice, dass sie die Marken liegen lassen alle. So. Wie war das jetzt, Jungs? 14:32, 5:38. Nice, Jungs. Nuklear kassiert. Supi. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen, Leute? Komm, wir machen jetzt noch Folgendes. Ein schönes One-on-One gegen den einen von denen. Ich weiß schon genau, gegen welchen ich jetzt unbedingt eins machen will. So, wo haben wir ihn denn? Und ich bin nicht wirklich eingespielt. Der hat eine gute Chance hier, der Typ. Hatten alle Nukes. Sehr schön. Sehr gut. Das freut mich. So, wo ist denn der kleine Go? Der joint ja sowieso jetzt normalerweise nach. Aber egal, wir laden ihn trotzdem nochmal ein hier. So. Okay, also der hat auf jeden Fall eine kranke Tryhard-Klasse eben gehabt. Deswegen vermute ich mal, dass der jetzt auch richtig Gas geben wird. Aber gucken wir mal. Let's go, baby. Bis 15 Punkte geht es. Und dann schauen wir doch mal. Oh, okay, das wird nice, Leute. Das wird richtig, richtig. Oh, das wird nice, Digga. Boah, das wird richtig killer.
Aber mach nicht die Möwentaktik, bitte, Digga. Dafür sind wir echt zu alt. Okay, let's go. Okay, das wird richtig nice, Leute. Da freue ich mich doch drüber. Na, ah, der war fast in getrapped gewesen, der Kollege. Okay, Leute, ich bin echt nicht eingespielt. Der wird mich vielleicht sogar besiegen. Gucken wir mal. Das wird auf jeden Fall krass, Digga. Ja. Let's go. Hier muss man immer drin bleiben. Ja, Digga, da musst du noch ein bisschen das Timing lernen. Na komm doch, Digga. Lauf doch los. Digga, das wird so geil, Mann. Ich freue mich so. Der war noch weak, der hätte nicht challengen dürfen. Spawnt nochmal da. Okay. Leute, Leute. Also ganz ehrlich, wenn solche legendären One-on-Ones auch wiederkommen, das wäre auch... Leute, ich hab voll den Soundbug. Lol. Lol, Digga. Hört ihr das? Ja, ihr hört das safe auch, Digga, oder? What the fuck? Digga! Was ist das, Digga? Okay, warte mal eben, dass ihr das nicht länger hören müsst. Und ich auch nicht. Krass, Digga. Okay, dann müssen wir jetzt ohne Sound das leider weiterspielen. Weil irgendwas hat da jetzt gerade nicht gestimmt. Ja, der Typ hat richtig gechallenged noch, Digga. Ich höre es auch nicht, wenn er schießt. Das ist ein bisschen das Problem. Wir müssen uns jetzt echt konzentrieren, Leute. Boah, das ist gerade so, hast du es geschafft, Digga. Gerade so, mein Freund. Na gut, okay, ohne Sound ist natürlich ein kleiner Nachteil. Aber bringt auch nichts, Digga. Let's go, baby. Krass, Digga, dieser Soundbug, Mann. Heftig, ey. Ich wusste gar nicht, dass sowas noch existiert. Der weiß jetzt auch nicht, von wo ich ihn angeschossen habe. Ach komm, Digga. Guck mal, wie weak er ist, der Arme. Mein Gott, ach was, Digga. Hier ist blöd zu warten. Digga, ohne Sound bockt das ja gar nicht, ne? Aber ihr habt es gehört, es wäre nicht gegangen. Okay, das wird aber sweaty. Das gefällt mir der Fabian, Digga. Der hat eben auch alles. Habe ich ja schon in der Runde gegen ihn gespielt. Der hat wirklich da auch schon alles gegeben, der Kollege, ne? Muss dann jemand mal lassen. So, jetzt tun wir so, als ob wir hochgehen. Mann, ich weiß halt nicht, wann er schießt. Das regt mich auf. Wisst ihr, was ich meine? Das regt mich übelst auf. Auf jeden Fall weiß er, dass ich noch nicht hochgelaufen bin, ja? Digga. Ich höre halt nichts. Das ist richtig, richtig abartig. Nein, bitte nicht. Lass es. Okay, 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 okay. Alter, ich kann gerade auch nicht so offensiv gehen, wie ich gerne würde. Hier muss ich auf jeden Fall weg. So, kommt er hier? Ich finde es krass, dass jeder diese One-on-Ones weiß, wie man die spielt, ne? Jeder weiß, wie man hier läuft, wo man hinschießen muss, dass man hier durchschießt. Das beweist auch, dass er nicht schlecht ist, dass er jedes Mal da durchschießt. Müssen wir jetzt die Möwentaktik machen, Leute. Jetzt ist er in der Scheißposition. Ah, hat er gut gemacht, dass er angefangen hat zu schießen, weil eigentlich hätte ich ihn da kriegen müssen. Okay, 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 okay. Nice, nice, nice. 9 zu 8. Nein, das ist blöd. Ich bin getrapped, ich bin tot. Ja, er hat mich... Das war blöd von mir gespielt, weil durch die blaue Wand kann man nicht schießen. Mann, es regt so auf, dass ich nicht genau weiß... Wann er schießt, das regt mich auf. Ich weiß nicht, wann er in Schussnähe ist. Jetzt zum Beispiel. Puh, er hat mich verarscht, Leute. Schluss jetzt mit dem Hinlegen, Digga. 10-9. Okay, kurz aufpassen. Okay, okay. Weil er wusste, ich bin weak. Ja, hier durch die Wand bin ich immer ziemlich gefährlich gewesen, früher schon. Let's go. Okay. Durch die Wand habe ich ihn immer noch nicht geholt, ne? Crazy. Möwentaktik ist da, Leute. Diesmal ein bisschen... offensiver. So, okay. Ja, ist auf jeden Fall sehr weak. Er weiß ja, dass er durch die Tür nur schießen muss. Das ist ein bisschen gefährlich. Okay. Was soll er denken, ich mache Möwentaktik, aber diesmal mache ich es nicht. Okay, ich habe keine Muni mehr. Das weiß er wahrscheinlich. Und er ist jetzt auch im besseren Winkel zu mir. Okay. Okay, das ist ein mieser Spot, den ich jetzt habe. Wenn er challenged, ist er tot. Das ist so ein Spot, wenn du gerade nicht mehr weiter weißt hier. Den kannst du immer dann ganz gut benutzen. So, jetzt ist er angeschossen, jetzt wird er erstmal nicht kommen. Und jetzt kann ich mich in Position bringen. Und eigentlich hier nur ein bisschen durchschießen. Okay.
Ah, die Pistole ist wack, Digga. Okay, 12-11. Es wird spannend. Kann ich hier mit der Sarah das Spiel gewinnen oder nicht? Ja, das war dumm von mir. Es war richtig, richtig schlecht. Er könnte mich jetzt easy holen. Ich weiß nicht, wann er schießt. Es regt mich so heftig auf. Nein, 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 nein. Blöder Winkel. Okay, wieder zurück. Machst du Möwentaktik? Macht der Möwentaktik? Was denkt ihr? Ja, er macht's. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren und immer wissen, wann er runterkommt. Er ist immer noch nicht unten, er ist immer noch über mir da. Hab ihn angeschossen. Jetzt ist er hinter mir, oder? Okay, puh, er hat keine Muni mehr gehabt, zum Glück. Okay, nice. Noch 2 Kills brauche ich. Digga, was ein intensiver. Okay, jetzt habe ich ihn, jetzt hole ich ihn da. Okay, dann hole ich ihn halt hier. Okay, er hat mich gut angeschossen. Jetzt habe ich ihn. Außer er rennt richtig los. Normalerweise habe ich ihn da. Ja, er wusste, er kann nicht kommen. Okay, ich habe keine Muni mehr. Let's go, Baby. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür. Da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall die letzten Videos gerne ab. Ich bin raus. Haut rein. Bis zum nächsten Video und ciao.